herzlich willkommen dann zur zweiten Halbzeit dieses interessanten Spiels, in dem es darum geht, sich das Weiterkommen irgendwie noch zu holen. Prondeli ist raus, Thomas Kahlenberg bei den Dänen wieder drauf. Die Portugiesen stoßen an zur zweiten Halbzeit, in der man nun diese Führung über die Zeit bringen muss. Wobei ein Tor natürlich verhältnismäßig wenig ist. Almeida da nicht im Abseits, kommt er noch ran, er kommt noch ran! Aber die Flanke dann doch etwas zu unpräzise, aber trotzdem nochmal Pereira. Und dann letztlich dann doch der Ball verstolpert, Abstoß Lindegaard. Bendtner dazu Fall gebracht, aber kein Foul. Das genauso wenig. Quist. Vorne fehlen die Anspielstationen. Kehr. Ziemling. Vielleicht ja jetzt mal Rommedal. Kahlenberg. Das ist ein langer Ball, aber der kommt dann doch nicht mehr so gut an, dass er kontrollierbar ist. Die Portugiesen jetzt mal mit der Möglichkeit über die linke Seite diese Führung zu untermauern. Cristiano Ronaldo, einen Trick, einen zweiten Trick, einen dritten Trick. Veloso jetzt mit dem Pass in der Mitte, da steht doch jemand. Veloso, Almeida und Lindegaard ist da, aber es gibt den Elfmeter für die Portugiesen. Es gibt Elfmeter für die Portugiesen. Außerdem wird jetzt auch noch gewechselt. Ziemling raus, Lasse Schöne jetzt auf dem Platz. Noch Hugo Almeida draußen. Und Cristiano Ronaldo gegen Lindegaard. Hören Sie die Pfiffe in diesem Stadion. Hören Sie die Pfiffe. Lindegaard, er hält. Lindegaard hält die Möglichkeit der Dänen fest. Mit diesem parierten Elfmeter. Cristiano Ronaldo wollte da mittig drauf spielen. Lindegaard blieb einfach stehen und hatte dann leichtes Spiel, ihn unter Kontrolle zu bringen. Die Dänen dominieren dieses Spiel in fast jeder Hinsicht und in den Toren hapert es dann. Einwurf für die Dänen, da kann es jetzt mal schnell gehen, dann ist das die Möglichkeit, aber der Einwurf viel zu nachlässig ausgeführt. Nani. Jetzt die Möglichkeit nochmal. Für die Portugiesen Nani da einen Trick und dann verzockt er sich gegen Paulsen, trotzdem nochmal Nani am Ball. Nani ist immer noch am Ball. Jetzt müsste er langsam mal den Ball irgendwie abspielen, aber sinnvoll, nicht so. Pereira. Moutinho. Cristiano Ronaldo. Und die Dänen wechseln zum dritten Mal. Quist draußen und Mikkelsen ist jetzt drin. Um hier in den letzten 23 Minuten noch ein Tor zu erzielen. Hoher Ball. Und die Portugiesen haben ihn unter Kontrolle. Moutinho. Eriksen da mit keinem Foul. Eriksen. Bendtner. Schöne, die Dänen stehen viel zu defensiv, um eine Führung aufzuholen. So kann das doch gar nichts werden. Eriksen. Mikkelsen, jetzt ist über rechts etwas frei gewesen. Jetzt wieder über links. Der Versuch auf Schöne, der ist noch relativ frisch in diesem Spiel. Kahlenberg. Legt nochmal ab auf Schöne. Jetzt müsste die Flanke kommen. Schöne. Schöne und es gibt Ecke. Und die Portugiesen wechseln jetzt nochmal. Veloso draus, Varela rein. Es gibt Freistoß für die Dänen.
Der hat die Möglichkeit und Rui Patricio wieder am Ball, hält die Führung fest. Paulsen. Mikkelsen. Rommedal über rechts. Wie weit schafft er es da? Mikkelsen, Agger. Möglichkeit für die Dänen in der Mitte. Ist Kallenberg dann noch gewesen, aber der Ball schon vorher raus. Coutinho. 12 Minuten noch zu spielen und nach meiner Rechnung für die Dänen wäre es das aus, das zweite Spiel zu verlieren. Mit 3 Punkten kommt man nur weiter, wenn alle unentschieden spielen. Überhaupt sollte man das Spiel gegen die Deutschen noch gewinnen. Mikkelsen. Bendtner. Ein Punkt muss her. Bendtner, der muss jetzt irgendwie den Ball nach vorne bringen. Paulsen. Über die linke Seite. Agger. Nochmal der lange Ball auf Bendtner. Mit der Möglichkeit. Eriksen. Kein Abseits. Eriksen. Was macht er? Tor. Tor für die Dänen. Die Dänen sind wieder dran. Und jetzt hören Sie mal, was hier los ist. Auch wenn es in der Ukraine ist, dieses Spiel. Die Dänen holen nochmal auf. 1:1. Und man ist damit nicht aus dem Turnier draußen, wenn das so bleibt. Man hat noch die Möglichkeit gegen die deutsche Mannschaft, die sich heute Abend ja schon gegen die Niederländer als relativ sicher einschätzen kann, wenn dieses Spiel hier unentschieden ausgeht. Ansonsten kann man noch mit 6 Punkten nicht weiterkommen. Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, wäre ein Sieg der Deutschen heute Abend das Weiterkommen. Andersrum auch für Niederländer das Weiterkommen. Eriksen nochmal mit der Möglichkeit. Die Dänen auf einmal wach. Eriksen. Genau so ist das 1:1 entstanden. Eriksen gegen Bruno Alves. Eriksen. Kallenberg nochmal mit der Möglichkeit über links. Paulsen. Spielen Sie das jetzt runter, was Sie gezeigt haben. Paulsen. Schöne. Rommedal jetzt nochmal über rechts. Rommedal. Mikkelsen. Eriksen. Der hat schon mal getroffen. Aber jetzt vergibt er den Ball dann doch etwas leichtfertig. Eine Minute wird noch nachgespielt. Die Portugiesen, was machen sie? Schaffen sie noch das Undenkbare. Quaresma. Der Ball ist weg. Kehr, jetzt was passiert jetzt noch? Pfeift der Schiedsrichter das Spiel jetzt schon ab? Er pfeift es ab. Und es geht 1:1 aus. Die Dänen kamen in der 83. Minute doch noch ran. Und damit ist keine dieser beiden Mannschaften vorzeitig ausgeschieden. Und die Schlusskonferenz am nächsten Mal wird uns dann zeigen, wer diese Gruppe B dominiert. Heute Abend können wir allerdings schon den ersten Viertelfinalisten aus Gruppe B bestimmen, der möglicherweise gar auf die Tschechen trifft, die sich ja schon durchgesetzt haben in der Gruppe A. Und in einer Stunde übertragen wir aus Charkow, aus dem Metallist-Stadion, die Partie Deutschland gegen die Niederlande. Ein Klassiker in jeder Hinsicht. Beide Mannschaften können das Weiterkommen sichern. Noch einmal diese Betonung auf dem Weiterkommen. Heute Abend in einer Stunde. Da geht's los. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Abend von diesem attraktiven Spiel aus Gruppe A aus Lemberg. Bis dann. Tschüss.